Hallihallo Freunde, und wir sind doch noch einmal da und halle hopp und rückwärts auf den Kopf. Und bevor ich mich jetzt noch hinlege, ja, das möchte ich noch kurz wissen, denn ich habe gerade, wo ich eigentlich das Spiel aufhören wollte, beziehungsweise beenden wollte, bin ich auf die Idee gekommen, nochmal bei Peach nachzugucken. Denn wir brauchen ja jetzt wieder irgendetwas, was gebaut wird, etc. Und ja, da ist einfach meine Hoffnung, dass uns Peach noch einmal aus der Patsche helfen kann. Deswegen schauen wir jetzt mal bei ihm vorbei. Was ist das hier eigentlich? Was? Heizpilz. Wieso können wir den jetzt denn auf einmal nehmen? Nimm dir ruhig einen, Jungchen. Die Dinger haben sich als völlig nutzlos herausgestellt. Keiner kauft einen Heizpilz in der Karibik. Tragisch. Tragisch. Ein Miniaturmetallheizpilz. Anscheinend muss man etwas richtig Heißes reinfüllen, damit dann die Wärme sparsam und gleichmäßig ausgestrahlt wird. Hatten wir unten nicht Lava? Moment. Das ist der hässlichste... Nein, da rein. Was ist, wenn wir ihnen das jetzt schon geben? Für die alten Säcke da oben brauche ich eine fertige Lösung. Keine unklare Idee. Ja, okay. Okay. Wenn wir die jetzt... Diese Kombination führt zu... Nein, das geht nicht. Wir hatten hier vorne doch... Da, wo wir den Topf aufgestellt haben. Nee, da ist nur die Feuerstelle. Hier, genau. Lava, 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 Lava. Und das müsste eigentlich theoretischerweise auch 100% haben. Theoretisch. 99. Verdacht. Nur einen Zähler vom Zielwert entfernt. Okay, aber das soll ja nicht dafür sein. Simon, jetzt ganz ruhig. Wäre doch gar nicht so schlimm, wenn was schief geht. Du hast doch noch einen zweiten Arm, um die Fernbedienung zu halten. Ich hoffe, es tropft nichts raus, wie damals in der Samenbank. Bah! Okay, Lava-Heizpilz. Das heißt, wir haben einen Ersatz für die Maulwürfe. Ich hoffe, dass die das jetzt akzeptieren werden, weil dann sind wir schon einen sehr großen Schritt weiter. Tada! Hier sind sie, die ersten mechanischen Heizpilze von Talpaville. Möge ihre Lebensdauer unendlich sein. Wenn ihr nun bitte, wie ihr es versprochen habt, eure Lieferung zum Erfinder schicken könntet? Was? Was ist? Die Heizpilzlieferung ist da. Und guck mal, wie die vor Hitze strahlen. Also mir gefällt's. Ah, das hast du gut gemacht, junger Zauberer. Ja. Damit ist unser Handel gültig. Möge dein Flug so geruhsam wie unser Lebensabend sein. Was? Das ist alles? Ich gehe dann jetzt. Das ist... Moment mal. Ach so, Moment. Die haben ja gesagt, sie liefern die direkt dahin. Gut, das heißt, wir müssten jetzt theoretischerweise... nein, nicht mit der Gabel. Zu Peach gehen und der müsste dann... Laut deren Aussage, die wir dann bekommen haben. Nein, nicht zum Strand, hierhin. Und, hat sich nichts verändert. Doch, oder? Nee, das ist eine Lampe. Ah, Simon, der Zauberer. Was kann ich für dich tun? Willst du mich verarschen? Mein Mannschaft ist komplett... Ich habe ein Material gefunden, da ein... Ah, hier. Ich habe ein Material gefunden, das einen Energiewert von 100 hat. Potzblitz! Sehr gut! Her damit! Die Maulwürfe werden dir das Zeug gleich herbringen. Sehr gut! Mit Hilfe des Kohleofens können wir ein hochenergetisches Gas aus dem Material gewinnen. Lass mich nur machen, Jungchen! Lass mich nur machen! Ich bin gerade mit dem Umbau fertig geworden. Lass uns rausgehen, dann zeige ich dir alles.
Ein Weilchen später. Wir haben uns hier versammelt, um ein historisches Ereignis zu feiern. Das Logbuch. Sternzeit 25.412. Logbuch des Kapitäns. Dies wird die erste Reise der Black Pier in den Weltraum und ich, Captain Narrow, bin bereit und voller Tatendrang, diesen ersten Schritt zu gehen. Wenn du hier noch länger herumschwafelst, musst du das Winter-Make-up auftragen. Also los, komm endlich! Ach Gottchen, du bist ja so ein Spielverderber. Also gut, brechen wir auf. Für Feier des Tages hier lecker Suppe. Ja. Das riecht nach Meer, Salz und Abenteuer. Genau das Richtige für diesen großen Moment. Ja, nimm einen kräftigen Schluck. Die Suppe vom Sumpfling ist wirklich empfehlenswert. Nein, Vorsicht! Sumpfsuppe sei diesmal großartig gelungen, nicht wahr? Etwas herb im Abgang. Sein Sumpfsuppe nicht genug scharf gewürzt? Oh nein! Oh nein, ist der Captain tot? Nicht direkt, aber er sieht so aus, als würde er sich das wünschen. Ich glaube nicht, dass wir den so schnell wieder fit kriegen. Die Pampe muss diesmal besonders giftig gewesen sein. Sumpfling, was fällt dir ein? Jetzt fehlt uns ein Mannschaftsmitglied. Wir können das Schiff nicht mehr steuern. Die Zauberwelt ist verloren. Oh, wegen dir. Ich habe doch nur Bestes gewollt für Crew. Und tote Fische, die ich genommen habe für Sumpfsuppe, haben so schön geleuchtet im Dunkeln. Schluss jetzt, Simon. Reagier deine typisch männlichen Minderwertigkeitskomplexe nicht immer an Schwächeren ab. Als Kapitänin bestimme ich, dass der Sumpfling mitkommt. Dann ist die Mannschaft wieder komplett. Dieses Piratenimitat Narrow kann ruhig hierbleiben. Aber... Nein. Nichts aber. Ich dulde es nicht, dass meine Anweisungen als Kapitänin hier diskutiert werden. Verstanden. Die Zitronen feiern auf Mallorca. Was? Sagt bloß, ihr wollt auch noch mit. Na, so blöd. Nein, wir möchten euch nicht begleiten. Wir, haben hier zu tun. Wir müssen euch warnen. Die Außerirdischen haben offenbar die Startvorbereitungen bemerkt und sind auf dem Weg hierher. Hm. Oh nein, es ist zu spät. Scheiße. Geht, schnell. Wir halten sie auf. Komm schon, keine Zeit zum Baden, Sumpfling. Wir müssen an Bord. Oh Gott. Bam. Ich sei froh, Simon Freund mich dabei haben will. Ja, ich auch. Die hatten wieder dieses Geräusch. Oh, das ist so furchtbar. Der Cheeseburger ist versalzen. Die Kellner räumen die Tische ab. Geronimo! Es wird immer besser. Logbuch des Captains, Sternzeit 1234567,8. Wir befinden uns im Orbit über der Zauberwelt und haben Kurs auf das Auge des Todes genommen. Unser Schiff, die USS Black Pear, ist bereit. Die Black Pearin. Ich verlange, dass in offiziellen Dokumenten wie diesem Logbuch die korrekte weibliche Schreibweise des Schiffes verwendet wird. Aber Pear ist das englische Wort für Birne. Die Birne ist doch weiblich. Simon, du glaubst doch nicht, dass du deinen Sexismus hinter einer Fremdsprache verstecken kannst. Die Schreibweise lautet Black Pear Rin, so wie es im Handbuch zur Errichtung feministischer Strukturen an Bord von Raumfahrzeugen dokumentiert ist. Handbuch von was? Das Handbuch zur Errichtung feministischer Strukturen an Bord von Raumfahrzeugen, welches ich selbst verfasst habe. Und nun werde ich weiter daran arbeiten, um endlich die Unterdrückung an Bord zu beenden. Vorher ist ein normaler Dienst hier gar nicht möglich. Und übrigens, ich bin hier die Kapitänin. Sie finden mich in meiner Kajüte Nummer 2.
Wer ist hier die Nummer 2? Komm sofort wieder zurück, du... Du sonst... Du wirst schon sehen, was sonst passiert. Captain, Chef, das Geschrei tut mir gar nicht gut. Ich lege mich mal lieber irgendwo hin. Zurück auf die Station, Matrose! Wolf! Wolf? Aber du, Sumpfling, wirst mich doch nicht im Stich lassen. Wir brauchen nämlich jeden Mann, um das Schiff zu steuern. Simon, ich helfen, Freund, natürlich. Ja. Wenigstens einer. Machen Sie. Sumpfling werden helfen, wie es Sumpfling Sitte ist. Wir beide werden für Mannschaftsfreunde und Kapitänfreunde lecker köstlichste Sumpfsuppe kochen. Ich muss es. In diesen Sci-Fi-Streifen ist das immer viel leichter. Wie bekomme ich jetzt nur die Crew auf ihre Posten zurück? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ja, Freunde, wir sind im Weltraum angekommen, aber Goldpokal können doch nichts machen. Hauptschirm. Wir reden mit dem Hauptschirm, auch nicht schlecht. Das nenne ich modernen Komfort. Fehlt mir noch ein 1,5 Liter Becher Cola. Schickes Teil und nicht befestigt. Den nehme ich doch gleich mit. Okay. Steuerrad. Damit wird das Schiff durch die trügerischen Gewässer des Weltraums navigiert. Lalala. Schiffsstatusreport. Außentemperatur minus 275 Grad Celsius. Innentemperatur 25 Grad Celsius. Schutzschilde nicht vorhanden. Waffensystem nicht vorhanden. Minibar voll. Antriebsstatus okay. Das ist alles? Antriebskontrollpult. Hier ist das Steuerpult vom Wolf. Ist echt so ein bisschen aufgebaut wie die Brücke der Enterprise. Hier verrichtet die kleine Rotzgöre ihren Dienst. Das ist der Posten des Sumpflings. Tja, Freunde, Affenskelett. Wie kommt das denn dahin? Die Reste eines Schiffsaffen. Ach, da oben ist doch Polly. Was sagst du, Polly? Hallo, Polly, Polly. Mit diesem nervigen Blechdings verplempere ich nicht ohne Grund meine Zeit. Okay, schade. Eimer mit Wasser. Wo kommt denn das Wasser her? Ein Eimer mit eiskaltem Wasser. Und wieso kann der Sumpfling auf einem Holzboden Feuer machen, ohne dass das ganze Schiff anfängt zu brennen? Okay. Hey, Sumpfling! Schön zu sehen, Freund Simon! Suppenkochen mit Tag verschieben. Ich brauche dich sofort auf der Brücke. Du musst das Suppenkochen auf einen anderen Tag verschieben. Aber Freund Simon, Suppen gut tun Geist und Seele. Und das brauchen Mannschaft jetzt am dringendsten. Von wegen am dringendsten. Lass deine Rotzpampe stehen und komme mit auf die Brücke. Simon wieder nicht nett sein. Oh. Simon gestresst sein sehr. Ich wissen Bescheid. Und gerade deshalb, ich werde Sumpfsuppe kochen, um Seele zu bringen in Gleichgewicht. Leider mir noch eine knochigste Zutat fehlt. Ohne diese kann ich die Suppe nicht beendigen. Meine Seele ins Gleichgewicht bringen? Mit dieser Giftbrühe? Du irre bist! Dir werde ich deine Suppe noch kräftig versalzen, mein lieber Kollege. Okay, skelettige Ding. Meint er jetzt vielleicht den Knochen? Schau, ich habe hier einen Knochen für dich. Tatsächlich. Was ist denn das? Ist ja gerade... Ist ja gerade das Skelett... Simon gewiss große Anstrengung gehabt für Knochen, doch er leider nicht gut. Oh. Das ist alles ganz toll. Sumpflings Kochzubehör. Taucheranzug. Für die Frische der Zutaten hat der Sumpfling nicht 3 Sterne, sondern 3 Kotztüten bekommen. Walfett. Wie kommt das denn rein? Wer weiß, wozu es gut ist. Ich nehme es mit. Die Piratenflagge. Cool. Sieht aus wie das Vereinsemblem von meiner Lieblingsfußballmannschaft. Das Teil nehme ich mit. Das haben sie jetzt gerade geil gemacht.
Ich hätte gedacht, auf einmal schwupp wäre die Fahne weg gewesen. Der Weg in die atemberaubende Welt des Vakuums steht mir offen. Leider lässt sich die Tür von hier aus nicht steuern. Nur von Rotkäppchens Konsole aus lässt sie sich öffnen und schließen. Hoffentlich lässt mich das Gör auch wieder rein. Takelage. Hält sogar den Widrigkeiten des Weltraums stand. Moment. Schleuse, Takelage, Mast können wir uns auch angucken. Tauchanzug, das habe ich ja eben schon gesehen. Je mehr alter Ramsch in meinem Hut, desto besser. Okay. Fischmob. Damit kann ich jemanden mobben. Ja. Fass. Ein Fass. Ein altes rum. Fass. Lohnt sich nicht, es aufzumachen. Draußen ist der Weltraum. Unendliche Weiten. Tja, Freunde, die Zeit ist erreicht. Wir gucken noch einmal schnell in den Maschinenraum, was es da so gibt. Und dann, der schläft im Stehen. Nicht klar. Und dann würde ich sagen, das ist, glaube ich, die Kapitäns... Oder? Nein. Ich hatte gedacht, hier wegen der Tür, aber das ist nicht die Kapitänskajüte. Wie gesagt, dann machen wir hier Schluss. Das war's auch erstmal wieder mit Simon 5. Das soll es, glaube ich, auch erstmal jetzt von der Anzahl der Videos wieder gut, was für euer Auge haben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Und dann schauen wir mal, wie wir hier alle wieder ans Arbeiten kriegen. Das wird bestimmt nicht einfach sein. Also, bis dahin, NRW über 18. Adieu.